Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, herzlich willkommen zu einer diesmal frühen Pressekonferenz an diesem Donnerstag anlässlich unseres Spiels am kommenden Samstag bei Dynamo Dresden. Wir gucken auf das Spiel mit unserem noch Interimstrainer Rüdiger Ziel und mit unserem Mittelfeldspieler Dave Knase. Hallo und herzlich willkommen. Wie immer vorab einen Rückblick auf die vergangene Woche, die wohl Rüdiger unter dem Eindruck der schweren Verletzung von Sebi gestanden hat. Wie hast du das im Training aufgefangen? Klar, ich glaube, Sebi ist da auch über die Jahre Leid getragen und kennt die Situation. Trotzdem war es für uns einfach kein schöner Moment mit der Diagnose, die eigentlich die Wahrscheinlichkeit am Samstag schon sehr hoch war, dass die Richtung Kreuzbandriss gehen wird. Ist unser Topscorer, wird einfach fehlen, tut weh. Und trotzdem gilt es dann für die anderen, die den Anspruch haben, auch Stammspieler zu sein bei uns, Leistung zu bringen, dann da die Rolle auch einzunehmen. Und wir haben breit aufgestellten Kader und da müssen einfach dann andere Spieler dann wirklich ihre Leistung bringen, dass wir dann auch in den nächsten Spielen dann viele Spiele auf Sebi verzichten müssen. Aber bin da guter Dinge auch, dass das funktionieren wird. Aber man hat schon gemerkt, dass die Mannschaft schon ein Stück weit geschockt war. Wie hast du das gemanagt? Ja, am Ende war das schon am Samstag irgendwo der Schock. Also ich glaube, in die Trainingswoche, in die wir reingestartet sind, Richtung Dienstag, war das nicht vergessen. Aber es war eher der Eindruck vom Wochenende dann, wo es einfach die Schwere der Verletzung schon abzusehen war. Und von daher galt es jetzt auch diese Woche, ich glaube, die Spannung auch hochzuhalten, dass wir einfach uns gut vorbereiten für das Spiel in Dresden. Dave, du als Teil der Mannschaft, das kannst du auch was dazu sagen, wie das aufgenommen worden ist? Ja klar, war wie gesagt für jeden Schock. Sebi war unfassbar gut drauf. Aber ja, ich glaube, im Fußball gibt es nicht Zeit, jetzt da rumzutrauern oder sowas. Wir haben einen breiten Kader und jetzt müssen andere in die Presse springen und Vollgas geben. Apropos in die Presse springen, du bist jetzt seit zwei Spielen jeweils in der Startelf und hast durchgespielt. Ist das für dich der erwartete, der lang ersehnte Durchbruch bei uns hier in Saarbrücken? Also es sind jetzt zwei Spiele, ne? Klar, ich bin happy, dass es so gekommen ist, aber wie gesagt, es sind zwei Spiele. Ich werde weitermachen, ich werde Gas geben und hoffe dann natürlich, dass es am Ende dann auch mehr wie zwei Spiele sind. Ja, jetzt haben wir natürlich ein ganz schweres Spiel vor der Brust. Dynamo Dresden, wieder mal im Spiel, kann man ja fast jedes Wochenende sagen, wichtiges Spiel, auch ein entscheidendes Spiel, das mit Blick Richtung Kontakt zu den oberen Plätzen behalten, geht für beide Mannschaften um viel. Was erwartest du am Samstag außer einer großen Zuschauerkulisse, die ihre Mannschaft anfeuern wird, aber auch von der Spielweise her? Ich denke einfach, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Dass wir Respekt vor Dresden haben, ist, glaube ich, klar. Top-Favorit in die Saison gestartet und trotzdem bin ich mir auch sicher, dass Dresden den nötigen Respekt auch vor uns hat und auch die Qualität unserer Mannschaft auch einzuschätzen weiß. Letzten Endes wird, glaube ich, mit vielen ersten Aktionen so ein Spiel auch eine Richtung gegeben. Das war, glaube ich, das Spiel gegen Zwickau ein gutes Beispiel, wie wir reingekommen sind in das Spiel. Sehr früh nach vorne gespielt haben und dieser Gedanke war, wir wollen etwas versuchen und die Momente haben funktioniert. Wird es auch ähnlich jetzt auch in Dresden sein, dass wir gucken müssen, gleich von Beginn an gut drin zu sein, die ersten Aktionen, dass die funktionieren, gerade vor der großen Kulisse auch Selbstbewusstsein auch an den Tag zu legen und dann mit guten Aktionen das einfach nochmal zu stärken, die Idee, die wir haben und dann einfach die Momente zu nutzen in der Offensive, aber ganz, ganz konzentriert einfach in der Defensive auch zu arbeiten, weil klar ist, dass Dresden einfach eine sehr gute Qualität in ihren Reihen hat, das baut dann gerade die letzten Spiele auch jetzt eine Serie hatten, die sie nicht mehr verloren haben. Und da gilt es einfach, an unser Maximum zu kommen, dass wir auch da siegreich sein können. Dave, Dresden auch für eine Mannschaft natürlich immer ein Ziel.
wo du sagen kannst, das ist ein volles Stadion mit einer ganz großen Tradition. Wie ja, siehst du uns da jetzt in Dresden auflaufen? Ja, im Endeffekt ist es ein Spiel wie jedes andere, klar. Absolut tolles Stadion in Dresden, die Fans auch, ein großer Verein, aber ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken. Ich glaube, wie Rüdiger gerade auch gesagt hat, Dresden sollte auch den Respekt vor uns haben und darum müssen wir Vollgas geben und dann ist es ein offenes Spiel. Soweit zu unseren Eingangsstatements. Kommen wir gerne zu den Fragen. Frage an Rüdiger. Zunächst mal nach dem Personal und anschließend an den Ausfall von Sebastian Jakob. Wir haben gestern in einem halboffiziellen Rahmen bei Kaufsiedlungsladen so ein bisschen durchblicken lassen, dass der Verein Zeichen setzen möchte und mit Sebastian Jakob verlängern möchte. Wie ist da dein Stand dazu und wer fällt außer Sebastian noch auf? Erstmal Personalsituation für Dresden. Marvin Kuni ist noch fraglich. Der hat eine starke Oberschenkelprellung von dem Spiel in Zwickau und muss man einfach testen, ob das heute im Training funktioniert, ob es Sinn macht, ihn auch mitzunehmen. Deswegen ist es noch fraglich. Aber da haben wir jetzt noch zwei Trainingseinheiten im Grunde Zeit, das dann auch anzugehen. Julian Bauer fällt mit einer Reizung der Bizepssehne aus, muss einfach ein bisschen Ruhe haben und entsprechend Grimaldi und Ernst sind weiterhin im Aufbautraining und kommen aber noch nicht in Frage für den Kader. Sebi Jakob, das ist ein Gedanke, den wir hatten. Ist ein Spieler, der ja viel geleistet hat, richtig gut drauf war. Und klar sind bei einem Spieler so diese Gedanken, Vertrag läuft aus, wann spiele ich wieder? Kann ich mich dann überhaupt nochmal empfehlen? Oder wie ist die Situation dann im April, Mai, wenn wenig Spiele gespielt sind? Und da gibt es einen Gedanken, da habe ich auch mit Sebi auch schon ganz kurz mal angesprochen, wie so meine Gedanken sind, auch im Austausch mit Jürgen dann, zu gucken, dass wir da auch den Vertrag verlängert, in welcher Konstellation dann auch immer, aber dass er auch keinen Druck hat, im Ende April, Mai unbedingt spielen zu müssen, dass wir sehen, er wird wieder fit, dass das ganze Ding dann nach hinten losgeht, sondern ihm da ein bisschen Druck rauszunehmen einfach und ihm so eine gewisse Ruhe zu geben, auch dass er diese Reha, die halt lange dauern wird, auch mit Bedacht angehen kann. Aber wie gesagt, das sind jetzt erste Gedanken, das ist jetzt 4-5 Tage her und da muss man einfach jetzt mit Sebi einfach mal sprechen. Wirst du jetzt das Grundsystem ändern mit zwei Stürmern oder wird es dabei bleiben? Das wird auch davon abhängig sein, was mit Marvin Kuni ist. Ich glaube, das Thema, wir hatten am Wochenende jetzt gegen Zwickau Marvin Kuni und Sebastian Jakob in der Startelf. Sebi Jakob fällt definitiv aus, Marvin Kuni eventuell. Und da muss man sich einfach Gedanken machen, ob das mit zwei Stürmern dann funktioniert noch oder immer, dass man das einfach nochmal verändert. Von daher ist das auch eine Frage, welche Spieler dann zur Verfügung stehen. Die Vermutung liegt ja jetzt nahe, dass Günni reinrückt. Kannst du das bestätigen oder noch warten? Ich kann bestätigen, dass die Vermutung nahe liegt. Wie hoch ist denn der Prozentsatz der Bestätigung der Vermutung, dass er reinkommt? Ich meine, man muss, glaube ich, jetzt nicht über die Qualität von Günni irgendwo diskutieren und zu gucken, geht das oder geht das nicht. Er hat oft bewiesen, dass er einfach ein guter Spieler ist. Und vor seiner Verletzung hat er, glaube ich, alle Spiele gespielt und hat das dann auch in dem Pokalspiel richtig, richtig gut umgesetzt und war schon eine grenzwertige Entscheidung, am Samstag gegen Zwickau ihn draußen zu lassen. Von daher ist er klarer Startelf-Kandidat. Könntest du bitte mal noch Dresden so ein ganz klein bisschen einschätzen, dass man so ein Gefühl kriegt, wie deine Gedankengänge bezüglich dieser Mannschaft sind? Ja, es ist, glaube ich, als Top-Favorit in die Saison gestartet, wollen dann schon auch über Ballbesitz und Dominanz einfach erfolgreich sein. Der Start war jetzt nicht so glücklich und haben da ein bisschen was an der Struktur verändert, über Disziplin und ihre Spiele dann gewonnen. Ich denke da an ein Spiel in Duisburg, da sie mit einem Elfmeter in der 78. Minute gewinnen, aber vorher kein einziges Mal aufs Tor geschossen haben. Also gab dann am Ende auch 3 Punkte, war nicht schön anzusehen. Und mit diesen Erfolgen, wo es vielleicht auch mehr der Fokus auf die Defensive lag, sind sie wieder sicherer geworden, auch im eigenen Ballbesitz und haben da jetzt eine gute Mischung gefunden, einfach zwischen
disziplinierten Verteidigen, aber auch eine Struktur zu haben, wie sie im Ballbesitz einfach erfolgreich sein können. Weil am Ende ist die Mannschaft schon so von ihren Fähigkeiten, dass sie schon auch lieber den Ball am Fuß haben, als dass sie hinterherlaufen. Und wenn du einen Rückschluss ziehst, die Reflexion zum letzten Spiel, kannst du ganz kurz zusammenfassen, was dir gut gefallen hat und was dir noch nicht gefallen hat bezüglich deiner Mannschaft? Ganz klar, das Spiel nach vorne, wo wir gesagt haben, wir wollen über auch Kurzpassspiel und Tiefenläufe einfach nach vorne kommen. Das hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt. Ich glaube, mit der Initialzündung vom Anstoß weg, einfach mutig zu sein, dann schnell nach vorne zu kommen und auch belohnt worden dann durch ein frühes 1:0. Das war einfach gut, das war mutig. Da muss man auch ansetzen jetzt für Dresden. Letzten Endes, klar, war das dann in der zweiten Halbzeit zu defensiv, zu wenig Druck auf den Ball, zu sehr den Fokus auf, wir wollen jetzt nur noch gucken, dass nichts mehr passiert, gelegt und hatten dann im Grunde zu wenig Entlastung. Und das muss dann entsprechend auch in den Phasen jetzt am Samstag funktionieren, wenn der Gegner Druck aufbaut, dass wir selbst bei Balleroberungen dann mehr Ruhe drin haben und selbst einfach nochmal strukturierter nach vorne spielen. Aber dass da eine gute Balance entsprechend besteht zwischen, ja, wir wollen das Tor unbedingt verteidigen, aber diese Verteidigungslinie ein bisschen weiter nach vorne zu verlegen und diese Ruhe dann zu haben, auch wenn die Beine vielleicht schwer sind, wenn man müde ist, dann auch nochmal diese Ruhe zu haben und weniger Fehler zu machen. Weil das war so am Samstag ein bisschen Thema, dass wir dann Bälle erobert haben, aber dann relativ unsauber waren im Spiel nach vorne, nach Eroberung und auch relativ schnell den Ball weggeschlagen haben. Hauptsache, der Ball ist weg und es passiert nichts mehr. Dass wir dann diese Momente einfach auch nutzen und dann im Ballbesitz auch bleiben. Was hast du gemacht, was habt ihr gemacht, dass, ich erinnere mich an ein Gespräch mit Dave immer von einem Jahr, irgendwie, wo ich gesagt habe, irgendwie habe ich das Gefühl, du weißt gar nicht auf dem Platz, wie gut du bist, was du schon gezeigt hast, jetzt sieht man das so, Ballgewinne, was da alles von ihm kam. Und ganz auffällig war es ja auch bei Ritchie zum Beispiel, dass er irgendwie wie frei aufgespielt hat, er hat ja fast jede gefährliche Situation mit eingeleitet oder direkt eingeleitet. Was ist da passiert? Was war in der Ansprache, was war, keine Ahnung, ein neues Gefühl, das du vermittelt hast, oder ist das Zufall? Am Ende hat, glaube ich, die Mannschaft auch gemerkt, dass sie selbst in der Pflicht waren. Das jetzt auch ein Zeichen zu setzen, wir sind auf dem Platz und müssen einfach die Dinge umsetzen und auch gut machen. Und gerade wenn man dann die Sprintwerte sieht, von den Achterpositionen, von den Stürmern, war das auch eine Willensleistung zu zeigen, ja, die Mannschaft hat Qualität nach einem Spiel in Mannheim, das einfach auch schlecht war. Ich glaube, das hat die Mannschaft gemerkt. Man musste auch irgendwas zurückgeben und das hat die Mannschaft dann auch auf dem Platz gezeigt mit einem großen Leidenschaft und einfach diese Verpflichtung zu haben, eine gute Leistung abrufen zu müssen. Aber nochmal nachgefragt, hast du das konkret so formuliert? Sozusagen, ihr seid in der Kommission, du hast es ja mal in den DKs gesagt, aber wir haben es im Vier-Augen-Gespräch gesagt, aber war das der Ansatzpunkt für dich, die Mannschaft so in die Pflicht zu nehmen? Es war definitiv Thema, einen Plan mitzugeben, was wir machen wollen, aber diese Umsetzung, wie, ist einfach die Mannschaft in der Verantwortung. Und das dann auch mit Herz, mit Leidenschaft, mit Intensität einfach auch umzusetzen. Es war definitiv Thema dann auch in der Mannschaftsbesprechung direkt vor dem Spiel, weil am Ende ist man, glaube ich, auch als Trainer dann hilflos, wenn dieses Wie von der Mannschaft einfach nicht kommt. Und es war im Grunde so diese Verpflichtung auch aus der Mannschaft heraus, glaube ich, hat man gemerkt, so an der eigenen Nase zu packen, hey, wir sind gute Spieler, wir müssen das zeigen. Ich wollte auf Manuel Zeit zu sprechen kommen. Es ist ja, das eben von grenzwertig gesprochen, die Entscheidung, den Günni rauszulassen. Wie grenzwertig ist es, den Kapitän rauszulassen? Klar, es ist ähnliche Situation, wo man sagt, Manu ist einfach unser Kapitän. Trotzdem jetzt eine Konstellation jetzt sich ergeben hat, wo wir sehr, sehr hoch verteidigen wollten. Das ist uns nicht immer gelungen. Und entsprechend die Räume hinter der Kette dann relativ groß waren.
wo ich sage, dann entsprechend dann jetzt nicht so die Stärke von Manu ins Gewicht gefallen ist und dahingehend dann Spieler dann auch einen Platz zu bringen, die jetzt vielleicht von der Geschwindigkeit her besser sind. Am Ende ist dann auch wirklich abhängig, welche Idee verfolgen wir als Mannschaft, zu sagen, ist es irgendwo dieses Augenmerk zu defensiv, eigene Hälfte. Ich glaube, da hat Manu einfach seine Stärken, da ist er ein Top-Spieler. Und trotzdem zu gucken, was gibt der Kader her für die Idee, die wir jetzt spielen wollen. Und da war am Samstag einfach dann auch die Entscheidung dann zu gucken, Dave auf die 6 zu stellen und entsprechend auch mit Lukas Böder in der Dreierkette einen Spieler aufzubieten, der dann seine Sache auch sehr gut gemacht hat. Zwei Fragen einmal an Dave. Wenn die Angreifer ausfallen, neigen Trainer in aller Regel dazu, das Zentrum sehr kompakt zu machen. Das ist natürlich auch so, wenn jetzt auch Kuni noch auffallen sollte, dass dann vorne irgendwann auch so Anspiel- oder Entlastungsmöglichkeiten ausgehen. Was erwartest du für ein Spiel, wenn es sein sollte, dass man der Gefällung in einer Spitze spielt? Und dann wieder die Frage, Sebastian Jakob war ja auch sehr wichtig beim Defensivkopfball. Jetzt ist Kuni ja auch einer, der mal Kopfball gewinnt aufgrund seiner Größe. Soll der auch auffallen? Spielt das dann in deinen Überlegungen auch eine Rolle, hinten was zu verändern, um doch noch mehr Größe auch bei gegnerischen Standards auf den Platz zu kriegen? Starte ich einfach mal. Ich glaube, Thema war ja Günther Schmidt. Ich glaube, ist jetzt auch nicht der kleinste Spieler, der dann schon mal eine Alternative ist, der auch Defensivkopfball einfach dann eingeteilt ist. Am Ende muss man sich über verschiedene Punkte Gedanken machen. Klar, wie werden die Standards verteidigt auch, aber dann auch viele Aspekte einfach, wie soll das Spiel insgesamt aussehen im Spielfluss. Und da sind dann, glaube ich, andere Aspekte nochmal wichtiger und trotzdem nicht zu vernachlässigen, wenn wir jetzt nur Zwerge auf dem Platz haben, noch einen Zwerg dazuzustellen, wäre eine schlechte Idee. Aber ich glaube, auch so sind wir mit unserer Körpergröße auch ordentlich aufgestellt mit Tölke, mit Uafero, mit Böder, mit Günther Schmidt, wenn er reinkommt. Also ich glaube, mit Luca Kerber, der mit dabei ist, dass wir da jetzt auch jetzt nicht komplett abhängig machen müssen. Wir brauchen jetzt unbedingt noch einen großen Spieler auf dem Platz. Ja, also zuerst, wir haben ja auch noch andere Spieler wie Sevi Jakob und Kuni, die wo auch kicken können und auch Bälle festmachen können. Darum, am Ende muss man sehen, in welchem System und wie wir dann spielen. Aber zu Dresden, zum Spiel jetzt am Samstag, wie gesagt, es wird ein ganz offenes Spiel, glaube ich. Wir haben beide die Qualitäten. Wir wollen natürlich unser Spiel den Stempel draufsetzen. Wollen die Dinge, wo wir jetzt schon letzten Samstag gut gemacht haben, noch verbessern und die, wo wir schlecht gemacht haben, natürlich besser machen. Und dann glaube ich, dass es ein sehr gutes Spiel werden kann. Ich habe auch eine Frage an Dave. Wir sind ja auch alles so gescheiterte Profis und dann fühlt man sich so in die Mannschaft rein und dann, ich weiß nicht, also ich wüsste jetzt nicht so ganz genau, welche Schlüsse ich aus dem letzten Spiel so also mitnehme. Wie Rüdiger auch weiß, da war ja ganz viel Gutes dabei. Aber hinten raus hat man sich auch gefragt, was geht denn da ab? Wie ist denn das zum Beispiel jetzt in dir? Mit welchem Gefühl bist du jetzt ein paar Tage Abstand da raus? Eher, dass das Gute richtig dominant wurde? Oder dass da auch denkst, boah, nach hinten müssen wir auch noch was machen? Ich glaube beides. Ne? Also ich glaube, man hat schon gesehen, was wir gut gemacht haben. Ich glaube, wir hatten einen Plan, den haben wir auch eigentlich ganz gut umgesetzt. So in der zweiten Halbzeit muss man dann sagen, es hat dann nicht mehr ganz funktioniert mit dem Pressing, sage ich mal, wo wir spielen wollten. Und dann ist jetzt auch nicht so, dass Zwickau das schlecht gemacht hat oder sowas. Dann kommt noch dazu, dass sie einen Baumann und die Königs vorne drin haben. Das war jetzt vielleicht nicht das laufintensivste Spiel, aber es war auf jeden Fall sehr intensiv, was die Zweikämpfe angeht. Vor allem mit Baumann und Königs, die sich in alles reinschmeißen. Und da haben wir es dann einfach nicht mehr geschafft, richtig Druck auf den Ball zu kriegen und haben uns dann auch zu weit nach hinten fallen lassen, ganz klar. Und dann kommst du halt dann, bist du irgendwie nicht mehr rausgekommen aus diesen Szenen, jedes Mal diese Flanken, Zweikämpfe. Und ich glaube, das müssen wir einfach verbessern, dass wir dann auch wenn wir müde werden oder wenn es weh tut, dass wir trotzdem ein Stück weiter vorne bleiben und auch unsere Pressing durchziehen. Und ich glaube, wenn wir das noch schaffen, dann glaube ich, sieht es ganz gut aus.
Wir haben eine Frage an Rüdiger. Geht nicht anders. Ich muss schon noch einmal fragen. Sie sind Trainer, wie der Stand der Dinge? Ich glaube, ich habe die letzten 10 Tage sind's wenig über Personen oder Kommentare abgegeben, wer war hier oder wie ist der Stand. Am Ende sind wir dran, dass wir nächste Woche einen Trainer präsentieren können. Am Ende muss der halt auch zusagen, nicht nur so, was wir wollen, sondern auch der Trainer muss sagen, ja, ich habe Bock auf den 1. FC Saarbrücken. Da gibt es paar Themen, die einfach noch auszudiskutieren sind. Ich glaube, mit dem Sieg gegen Zwickau hat man ein bisschen Luft gewonnen, dass man das auch wirklich sich die Zeit nehmen kann. Und ich hoffe halt, dass wir bis nächste Woche dann einen Trainer präsentieren können. Am Ende gibt es keine Garantie. Ich glaube, wir haben jetzt nicht den Druck, weil wir Fußballlehrer im Verein haben, wo wir nach 2 Wochen definitiv was verkünden müssen. Trotzdem sind wir bestrebt und auch täglich im Austausch, im Kontakt, dass wir das jetzt auch hinkriegen. Nochmal zu Rüdiger, die Stürmerproblematik, wenn es vorne ein bisschen dünn wird, weil Steven Sander hat ja einer seiner Vorgänger ihn schon mal vorne reingeworfen, er ist ja ein gelernter Stürmer. Frank wird es auch noch wissen, mein Franz hat hier als A-Jugendlicher erstes Jahr Oberliga auch als Mittelstürmer gespielt, mit beiden auch mal so in deinem Hinterkopf Gedanken, so in einer Notsituation, die da vorne reinzuwerfen, oder gibt es dann bei denen der Körper nicht mehr so her? Der Körper gibt das schon her. Sonst wären sie ja nicht bei uns im Kader und hätten schon Spiele von Anfang an gemacht oder sitzen auf der Bank. Also das ist ja, der Körper gibt es ja schon her, klar. Oder für eine sehr laufintensive Position. Ja, aber trotzdem, ich glaube, wir haben noch Stürmer. In einer Notsituation, das ist mit Sicherheit eine Option zu sagen, wenn es irgendwo nur noch lang und weit und mit der Brechstange, dass ein 7-Zellner dann da auch eine Option ist. Das sieht man auch oft, wenn es irgendwo in den letzten Minuten einfach noch darum geht, irgendwas zu machen, Innenverteidiger nach vorne zu schicken. Und wenn man dann Steven Zellner dann auf dem Platz hat, der eh schon mal eine offensivere Position gespielt hat, umso besser. Habe ich das in der Zeitung gelesen? Achso, Entschuldigung. In der Zeitung gelesen, weiß ich gar nicht so genau, ist es überhaupt eine Option, da nochmal nachzulegen auf der Position, wenn man dann sagt, da ist ein Stürmer, unser Top-Stürmer, der vorhin mal da ausfällt, dann zu sagen, komm, guckt man auf dem Markt, ob noch irgendwie was geht, um den Kader zu ergänzen. Ist das ein Gedanke? Der Gedanke ist da, dass wir den Kader analysieren. Ich glaube, das für das Spiel jetzt gegen Dresden ist eine Extremsituation, wo halt wirklich 3 Stürmer ausfallen können. Das heißt mit Sebi Jakob, mit Grimaldi und Marvin Kuni. Trotzdem ist es ja jetzt nicht die Situation, wo wir ständig eine hohe Ausfallzahl haben. Wenn im Grunde jetzt ein Grimaldi und Kuni fit sind, Günther Schmidt dabei, Steinkötter, Biada, der eine offensive Position spielen kann, ist, glaube ich, sehr, sehr viel Qualität, auch im Kader, um das aufzufangen. Am Ende geht es darum, halt die bestmögliche Kombination dann hinzukriegen, wie es jetzt für den Samstag aussieht. Und trotzdem, klar, gucken wir, ob nochmal Bedarf ist, aber da sind wir, glaube ich, gut im Austausch und entsprechend sind es jetzt dann mit Dresden noch 5 Spiele. Ich glaube, vor dieser Winterpause Mitte oder Anfang November wird es da nichts mehr geben. Und da haben wir eine lange, lange Phase, wo man sich dann auch Gedanken machen kann noch. Genau, ich glaube auch, das war nicht die zeitliche Komponente. Also wenn der Trainer da ist, ist es natürlich leichter, über neue Spieler zu reden, als wenn jetzt da noch Luft ist. Dann kommt die Winterpause, die fängt ja schon Anfang November quasi an, dann kommen 6 Wochen bis zum ersten Januar. Wie läuft das denn zeitlich ab? Also die Fremden, die Spieler gerade wissen ja auch, dass der FCS vielleicht mal einen Stürmer sucht. Wie läuft das denn zeitlich dann ab, jetzt bis zum 13. Januar, wenn es wieder weitergeht? Also die Berater, die meinen, sie haben gute Stürmer, die haben uns schon kontaktiert. Also ist ja klar, meine Güte, es ist normal im Geschäft zu sagen, okay, es fällt unser Top-Torjäger aus, vielleicht besteht Bedarf, kontaktieren wir die Verantwortlichen. Das ist schon passiert. Also trotzdem auch da kommt hin und wieder kommt mal eine Idee extern, wo man sagt, oh ja, muss man sich angucken. Aber besser ist es, wie es auch jetzt bei der Trainersuche auch war, eigene Ideen zu haben und zu gucken, was kann hier passen und wer hilft uns vielleicht weiter, ob auf der Trainerposition oder auch auf der Spielerposition.
Genau, da würde ich ansetzen, denn wäre es nicht auch sinnvoll, diese Trainerentscheidung auch noch bis zur Winterpause im November warten zu lassen. Man hätte ja Möglichkeiten. Und es läuft ja auch jetzt im Moment nicht schlecht. Also ich kann ganz ehrlich sagen, ich war heilfroh, dass wir am Samstag das Spiel gewonnen haben, weil schon ein sehr, sehr großer Druck, sehr große Belastung auf mir gelastet hat. Und ich auch bestrebt bin, eine andere Lösung zu finden, dass ein Cheftrainer kommt. Weil ich auch schon weiß, ich habe eine andere Position in dem Verein, ich mache das jetzt, stell mich der Verantwortung, keine Frage. Und trotzdem war ich am Samstag heilfroh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Weil ich weiß auch, wenn wir das Spiel verlieren, dann schlagen alle auf mich ein. Ist einfach so. Und deswegen, ich bin sehr bemüht, eine Lösung zu finden nach dem Dresden-Spiel. Ohne eine Garantie. Aber ich denke, die meisten Leute können schon unterscheiden, dass es der Trainer und dass es der Manager ist. Das sind völlig andere Funktionen innerhalb eines Vereins. Und es ist auch normal, in Dresden vielleicht mal den Punkt zu holen oder zu verlieren. Muss man das jetzt von einzelnen Spielen abhängig machen? Ich habe im Kontakt mit dem Präsidenten auch gesagt, mit Jürgen gesagt, mir wäre es am allerliebsten, wenn wir vor Dresden mit dem Trainer einig wären. Dass überhaupt gar keine Diskussion aufkommt, wenn wir in Dresden gewinnen würden. Ja, der Ziel kann es ja weitermachen. Dass im Grunde klar ist, intern, wir haben einen neuen Trainer und das Spiel in Dresden irgendwo auch für mich klar ist, dass es das letzte Spiel ist und unabhängig von dem Ausgang des Spiels wir dann Anfang nächster Woche einen Trainer hier sitzen haben, der sich dann vorstellen kann. Weil ich weiß auch, wenn wir jetzt Dresden gewinnen, wir haben noch keinen Trainer, läuft ja super, kannst du ja weitermachen. Ja, ist der Moment und der Moment ist schön und trotzdem möchte ich schnellstmöglich einen Trainer hier sitzen haben, der die Pressekonferenz dann mit einem Spieler und mit Peter Müller zusammen vor dem Spieltag gestalten kann. Was, wenn der gewinnt und du denkst, ach, das macht ja so viel Spaß. Deswegen möchte ich ja vor dem Spiel schon intern eine Entscheidung. Ja, aber Moment. Jetzt haben wir gehört, dass der wichtigste Kandidat im Moment offensichtlich ein bisschen zögert, weil er noch woanders im Gespräch ist. Und diese Entscheidung wird sich wohl erst, was man lesen konnte, Mitte nächster Woche herausstellen, ob das eben so ist oder nicht. Das zögert doch die Prozesse auch intern hinaus. Und eine Entscheidung jetzt vor Dresden zu treffen, ist eigentlich unmöglich, oder? Ich habe noch nie von einem Top-Kandidaten gesprochen. Also, ich weiß jetzt nicht, um wen es geht. Ehrlich nicht? Ich habe mich zu keiner Personalie geäußert. Und daher ist das alles Spekulation vom Umfeld, Spekulation hier in dem Raum. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt zu irgendeiner Personalie geäußert. Das stimmt. Ja, ist ja auch Kindergarten, ist ja klar. Ja, Kindergarten verstehen wir ja auch, um Gottes Willen, aber dass so Patrick Klöckner, das Cabretti, das was weiß ich, Travis und im Gespräch sind, dann ist ja unser Job, diesen Kindergarten weiter zu bespielen sozusagen, aber wir erwarten auch nicht wirklich eine Antwort. Wo ich eigentlich hin will oder was ich jetzt super interessant finde, ist, dass ihr sagt, wir würden das gerne vor dem Dresden-Spiel machen. Vielleicht gibst du uns da einen Einblick. Ist das eine realistische Option? Weil heute ist Donnerstag. Das sind noch anderthalb Tage. Dass das intern passieren kann, ist möglich. Aber wie gesagt, bei einem Kandidat höre ich ja jetzt, dass es irgendwas Mitte nächster Woche entscheiden würde. Dienstag. Dann, also stecke ich ja nicht drin, wie andere Vereine ticken oder wie die ihre Pläne für die Woche machen. Sind diese Pressekonferenzen lustiger als in anderen Vereinen? Es ist definitiv unterhaltsam. Das war, ich glaube, ein gutes Schlusswort. Nehme auch gerne das Kompliment mit, dass es hier unterhaltsam ist und das soll auch so bleiben.
Natürlich haben wir Verständnis dafür, dass die Fragestellungen ja so sind, wie sie sind. Das ist ja ganz normal. Aber ich glaube, dazu haben der Rüdiger und wir jetzt uns ja eben nicht geäußert, weil das einfach auch nicht unser Stil ist, Dinge rauszuhauen, bevor das sie verschriftlicht sind und die Tinten auf den Verträgen trocken sind. Deswegen bitten wir noch ein bisschen Geduld, aber die beiden arbeiten dran, gemeinsam mit dem Präsidenten, und das werden wir dann schon zeitnah hinkriegen. Gucken wir noch ganz kurz auf die Rahmenbedingungen des Spiels am Samstag. Übertragen wird das Spiel nicht nur auf Magenta, sondern diesmal auch im MDR-SWR-SR und natürlich bei uns im Fanradio. Es werden uns bis zu 650 Fans begleiten, nach dem, was uns bisher bekannt ist. Und das heißt, dass wir dann ja doch eine große Rückendeckung unserer Fans haben werden in einem Stadion, das bekanntlich sehr laut und sehr turbulent sein kann. Insofern stehen wir da nicht alleine. Das freut uns sehr. Und wir hoffen, dass das Spiel dann mindestens genauso unterhaltsam wird wie diese Pressekonferenzen und dass wir das dann angenehm gestalten können. Mit dieser Hoffnung verabschieden wir uns für heute und wir sehen uns nächste Woche in alter Frische wieder. Bis dahin. Tschüss.